Wir schauen uns jetzt heute an, wie sowas funktioniert. Aber es gibt halt so viele verschiedene Sorten von Spielen. Das heißt, erst teilen wir die mal so ein bisschen ein nach Eigenschaften und dann fokussieren wir im Wesentlichen nur auf Tic-Tac-Toe, Schach und Go. Ja, das sind also drei Spiele, die so bestimmte Eigenschaften haben, an denen man erstmal ganz viel lernt. Okay, was gibt es denn so für Eigenschaften? Die erste Frage ist, wie viele Mitspieler überhaupt? Ja, es gibt also Einspielerspiele, die schon interessant sind. Partiancen legen, ja, oder Solitär spielen. Solitär ist es mit diesen Stiften, wo man sich immer so überspringt. Wobei Solitär natürlich auch so eine Art Genrebezeichnung ist. Also man spielt alleine sozusagen. Aber typischerweise ist es dies mit diesen Stiften. Und wenn Sie das mal gemacht haben, ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen, der das jemals gelöst hat, also der das Spiel bekommen hat und der das dann durch Nachdenken gelöst hat, sodass am Ende der Stein auch in der Mitte steht, das finde ich schon sehr beeindruckend, wenn das jemand hinkriegt. Ist schon mal passiert. Ich kenne auch jemanden, der das schon mal gemacht hat. Ja, dann braucht man schon eine Menge Geduld, glaube ich, ne, um das sich da dran zu setzen. Also ich persönlich habe das nie geschafft. Ich war immer froh, wenn dann am Ende mal zwei übrig blieben und die dann irgendwo auf dem Feld waren oder sowas, ja. Da braucht man eine Menge Geduld und muss irgendwie da geschickt suchen und immer wieder ausprobieren. Ja. Ist aber auch ein Spiel, wo man natürlich fragen kann, kann der Computer das? Und ja, der Computer ist halt unheimlich schnell so im Ausprobieren. Und das heißt, so eine Ausprobiersuche über den Spielraum von Solitär kann er natürlich machen. Partiancen ist schon schwieriger. Partiancen ist das mit dem Kartenspiel, die man dann so hinlegt. Ich glaube, das heißt, wie heißt das noch bei dem Klondike, heißt das manchmal auch am Computer? Oder unter Windows, wie heißt dieses Ding? Hat das jemand noch? Da gab es mal so ein Kartenspiel, auch so ein Solitär. Vielleicht hieß das auch Solitär. Ah, okay. Oder Patience? Ah, ja, okay. Und da ist halt die Schwierigkeit, dass die Karten immer wieder gemischt werden. Das heißt, jedes Spiel ist anders. Das ist also anders als im Solitär, wo die Ausgangssituation immer die gleiche ist. Ja, bei Patiencen kommt es halt auf die Kartenverteilung so ein bisschen an. Und Sie müssen abhängig von der Kartenverteilung dann Entscheidungen treffen. Und es ist auch nicht immer klar, dass jede Kartenmischung lösbar ist und so. Das ist also schon etwas nicht trivialer. Gut, dann gibt es die Zweispielerspiele, Schach, Go, Backgammon. Ja, das sind also jetzt so typische Spiele, wo man, ja, das ist also am nächsten am Armdrücken dran. Ja. Das erste hier, One-Player-Games, ist eher so was wie 100 Liegestützen machen oder so. Ja. Und diese Zweispielerspiele, das ist so was wie Armdrücken. Und die Multiplayer-Spiele ist dann so was wie Fußballspielen gegeneinander. Aber halt hier abstrahiert. Jetzt steht hier Schach, Go, Backgammon, da gibt es natürlich unzählige, Reversi, Othello und so weiter. Auch Backgammon ist ein sehr interessantes Spiel. Ich weiß nicht, ob Sie das bisher ignoriert haben. Ich habe es lange Jahre ignoriert. Ich war mehr so Richtung Schach und so, weil bei Backgammon wird ja gewürfelt. Und da habe ich gedacht, das ist ja uninteressant. Bis ich dann mal gegen eine Kommilitonin systematisch verloren habe. Ja, also die gewinnt halt 9 Spiele von 10 Spielen in Backgammon gegen Normalsterbliche. Und da bin ich doch ein bisschen neugierig geworden und habe rausgekriegt, dass es da doch ziemliche Strategien gibt und ziemliches Fachwissen, was man sich da auch ranbringen kann. Also Backgammon kann man halt auch gut und schlecht spielen. Und da, was man da braucht, ist halt Wahrscheinlichkeit. Man muss halt so spielen, dass gute Züge wahrscheinlich werden. Das heißt, manchmal muss man Züge machen, die man eigentlich nicht machen will, aber man macht sie halt, um halt im nächsten Zug dann eine tolle Auswahl an sehr starken Zügen zu haben oder sowas. Und das ist auch sehr spannend. Gibt es ganze Bücher drüber. Ist allerdings schon sehr, 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 sehr lange vom Computer gelöst. Schon in den 70er Jahren oder 60er Jahren und mit einem neuronalen Netz damals schon. Ist also sehr interessant. Sage ich heute aber gar nichts zu. Multiplayer Games, Poker ist ein Multiplayer Games, man kann es aber auch mit 2 Leuten nur spielen. Und viele Kartenspiele sind natürlich Multiplayer Games. Und ganz, ganz viele Gesellschaftsspiele, die heißen interessanterweise international Euro Games oder auch German Style Board Games. Und damit sind so Spiele wie Siedler von Catan, Carcassonne gemeint. Das Besondere an diesen Spielen ist, dass das so Kisten sind, wo der Autor vom Spiel draufsteht. Ja, das ist also irgendwie was Spezielles, ja, was also auch ein Exportschlager jenseits von Europa ist. Und auch diese Spiele, die sind sehr, sehr komplex. Und jedes Jahr auf der Spielemesse in Essen kommen neue, immer wieder kompliziertere Spiele raus, ja, die man natürlich programmieren könnte, wo man versuchen kann, eine Strategie für zu entwickeln. Ne? Gut, also das ist die eine Unterscheidung. Wie viele Leute spielen überhaupt mit? Das Erste, was jetzt nicht einfach nur eine reine Suche ist, wo es also so um Strategie und Taktik so ein bisschen geht, sind halt 2 Two-Player-Games. Deswegen werden wir uns auch Two-Player-Games angucken. Dann, was ist ein Zug? Es gibt einerseits Sequential Games, das sind also welche, wo man immer abwechselnd einen Zug macht. Ja? Das sind so typischerweise Schach, ja? Oder ganz viele andere Spiele. Man macht immer abwechselnd einen Zug. Es gibt auch Simultaneous Games, da machen alle gleichzeitig einen Zug. Ja? Was sind da für Beispiele? Ja, Rock, Paper, Scissors, also Stern, Scheine, Papier. Da ist gerade the whole point ist sozusagen, dass man das gleichzeitig macht und nicht nacheinander. Wenn man das nacheinander machen würde, wäre das sozusagen witzlos. Ja? Und es gibt auch ganz viele andere Spiele, wo man das macht. Ja,
weiß nicht, ob Sie sich mit Gesellschaftsspielen auskennen, Adel verpflichtet oder sowas, da müssen Sie gleichzeitig Geld bieten für irgendein Gemälde. Sie legen gleichzeitig was auf den Tisch und decken gleichzeitig auf. Ja, das kommt also in Gesellschaftsspielen vor. Das sind dann keine Sequential Games, sondern das sind Simultaneous Games. Da spielt dann mehr diese Spieltheorie der Wirtschaftswissenschaftler eine Rolle, so mit Nash-Equilibrium, Gefangenendilemma und solche Sachen gehen da ein. Gucken wir uns nicht an, wir machen jetzt Sequential Games heute. Dann gibt es noch die Frage, welche Informationen hat man denn zur Verfügung? Perfect Information Games sind Spiele, wo man, also wo beide Spieler dann, wenn sie dran sind, eigentlich alles wissen über die aktuelle Spielsituation. Wieder Beispiele sind fast alle Spiele jetzt so, Schach, Checkers ist Dame, Reversi, Backgammon, Monopoly auch, Go, Mensch, ärgere dich nicht, interessanterweise auch. Warum ist Mensch, ärgere dich nicht dabei? Weil zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt dran bin, ja, habe ich die komplette Information, wo alle stehen. Ich weiß zwar nicht die Würfelergebnisse der Zukunft, aber das ist sozusagen jetzt für meinen jetzigen Zug nicht relevant. Aber es wäre natürlich relevant und toll zu wissen, aber das zählt trotzdem als ein Spiel mit Perfect Information. Manche Papers in diesem Bereich würden jetzt Mensch, ärgere dich nicht dazu zählen. Ja, das ist also ein bisschen Geschmackssache. Aber tendenziell ist das also eine Situation, wo beide Spieler gleich viel wissen eigentlich über die Spielsituation. Ja? Im Gegensatz dazu, Imperfect Information definiere ich jetzt hier so, dass die Spieler, jetzt sage ich hier schon Both Player oder alle Spieler, dass sie unterschiedlich viele Sachen wissen. Ja? Und Beispiele davon sind halt Scrabble, erstes Beispiel. Wo ist da der Unterschied? Naja, ich sehe halt mein Bänkchen mit meinen Buchstaben, ich weiß aber nicht, welche Buchstaben meine Gegnerin hat. Okay? Und das wäre natürlich interessant zu wissen, weil dann weiß ich, welche Buchstaben sind noch im Säckchen? Lohnt es sich jetzt irgendwie ein Wort zu legen, sodass ich nochmal nachangeln kann? Oder sind die Buchstaben eh nicht drin, die ich haben will? Und so weiter und so fort. Andere Beispiele, Skat, Doppelkopf, sind alles Imperfect Information Games, weil man hat halt seine eigenen 10 Karten, die sieht man halt, ja, und die Karten der Gegner sieht man halt nicht. Und die Gegner haben andere Informationen über das Spiel. Andere sind Hanabi, kennen Sie bestimmt auch, dieses Kartenspiel, wo man die Karten falsch rumhält. Oder solche Spiele halt, wo alle Leute unterschiedlich viel wissen. Ja. Sehr interessante Spiele auch, werden wir aber auch nicht betrachten, sondern wir betrachten Perfect Information Games. Das heißt, wir betrachten heute Sequential Two-Player Games with Perfect Information. Ja. Und als Beispiele sind das dann Tic-Tac-Toe, Chess und Go. Warum jetzt gerade diese drei? Naja, das erste ist so einfach, dass man da irgendwie alles drüber verstehen kann, was man da so machen kann. Ja, das ist also kein besonders großes Spiel. Es gibt nur 9 Züge. Man versteht auch sofort, wenn man gewinnt, halt, wenn man die so in einer Reihe hat irgendwie. Und das ist halt was, wo man, um die so ein paar Begriffe zu klären sozusagen, wo es halt sehr einfach ist. Schach ist dann schon eine Stufe komplizierter, kennen trotzdem noch die meisten Leute wahrscheinlich, wie das so funktioniert. Es ist auf alle Fälle viel, viel komplizierter, weil ich viel mehr Möglichkeiten habe und weil so ein Spiel auch länger dauert als Tic-Tac-Toe. Und dann Go ist nochmal in die gleichen zwei Richtungen größer. Es gibt noch viel mehr Züge, die ich machen kann. Ja? Und es dauert eigentlich noch mehr Züge als Schach typischerweise. Ja, deswegen diese Spiele. Und da sozusagen, also die Deep Blue benutzt halt bestimmte Strategien, die ich Ihnen dann gleich erzählen werde, die halt dann beim Go nicht mehr funktionieren, wo man also nochmal wieder aufgrund der Komplexität nochmal wieder neue Strategien, neue Ideen braucht. Okay?